Also Männer und Frauen sehen und hören ganz anders. Die Männer haben also Tunnelvision, aber weit, weit. Dann kommt dazu die 3D-Fähigkeit, dieses räumliche Vorstellungsvermögen. Das heißt also, diese Kombination bewirkt, dass ein Mann beim Überholmanöver wirklich begreift, ob es klappt. Sie sitzt daneben. Sie sieht so, es soll ja Frauen geben, die einen Rundumblick haben, nicht? Aber sie sieht nicht sehr weit. Und außerdem hat sie in der Regel, wenn das Gehirn zu dem Zeit weiblich wurde, nicht die Fähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen. Darum sind Frauen ja viel ängstlicher beim Überholen und fahren lieber auf der Autobahn. So. Aber es hat natürlich andere Konsequenzen. Daraus resultiert das berühmte Drama mit der Butter im Eisschrank. Nicht? Also, er soll die Butter aus dem Eisschrank holen. Er öffnet Eisschranktüre, sieht Eisschrank. Jetzt müsste er, um den Eisschrank zu untersuchen, mit seiner Tunnelvision, müsste er in 4 Bahnen scannen. Dann sagt sie, mach die Eisschranktür zu. Lass die Tür nicht so lange auf. Also wirft er einen Blick mit Tunnelvision irgendwo in die Mitte rein. Sagt, keine Butter im Eisschrank. Das war der erste Akt. Der zweite ist, sie geht hin, macht die Tür auf, sagt, du Depp, der liegt hier. Völlig klar. Ich rate Ihnen, das Problem zu lösen. Es wird sicherlich bald Eisschränke geben, die durchsichtige Türen haben. Wir können in aller Ruhe den Eisschrank scannen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass Männer moderne Eisschränke am entwickeln sind, da wo der Eisschrank ein Inventory macht und sie an einem Screen außen lesen können, was drin ist. Was auch toll wäre, wäre eine verkleinerte Abbildung. Die können Sie dann mit einem Blick wiedersehen. Deswegen neigen Männer eher zu Kleingedrucktem. Und da kriegen sie mehr mit einem Blick rein. Frauen wollen eher große Buchstaben, weil die kriegen es auch mit einem Blick rein. Klar. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf dem Straßencafé sitzen, dann kann er keiner Frau nachschauen, ohne dass sie es merkt, weil er muss schon den ganzen Punkt.